träumte vom großen Durchbruch und er hat es geschafft. Über Nacht wurde er zum Idol einer ganzen Generation. Playboy 51 aus Reinickendorf. Hier kommt ein historischer Moment, der Beginn einer ganz, ganz großen Karriere. Nominiert für den Rat der Woche ist 51 aus Reinickendorf. Heute bei uns zu Gast bei TV Total. Hier ist 51 aus Reinickendorf. Ich bin für Fiona Playboys Reinickendorfer, yeah! You fuck all your shit! Take it on! Wie alt bist du? Ich bin 24. Du bist 24? 24 Jahre. Erklär mal, wie kommt 51 zustande? 51 war mal früher ein Bezirk, Bezirksnummer, eine Zahl war das. Und jetzt seit Ost-Berlin irgendwie zusammengekommen ist, Ost- und West-Berlin zusammen. Da ist also, Berlin ist groß, weißt du, und jetzt die meisten Wörter, sag mal so. Ja, ja, ja. 13409 Berlin und was weiß ich. Also hast du gesagt, 50, du hast 51 einfach. Ich bin, ist ein Ghetto-Name, 51 aus Reinickendorf. Also, okay. Ich, weißt du, was 51 früher auch war? Was denn, das war mal der Paragraph für Unzurechnungsfähigkeit. Das stimmt. Glaub ich dir. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Yeah! Ja. Hört mal zu jetzt, guck mal jetzt. Ganz kurz, okay. Okay. Woher nimmst du dieses ganze Selbstbewusstsein? Ich sag mal so, ich bin aufgewachsen in der Ghetto, haben alle gelernt, hin und her. Ich hab verrückte Leute in der Gegend, schlaue Leute, ich sag so, ich bin in so einem Idiotenkreis. Aber du bist dabei ja trotzdem noch liebenswürdig, oder? Ich hab auch. Machst mal einen dicken Spruch, aber bist du eigentlich. Ich hab auch irgendwie so gute Seiten von mir. Gute Seiten hast du? Ich hab auch sehr gute Seiten. Naja, wenn du raufdrückst. Unser Weltstar aus Reinickendorf muss nun schmerzlich erfahren, dass Ruhm auch seine Schattenseiten hat. Eine üble Verleumdung kratzt an seinem maskulinen Image. Der sonst so hart gesottene Playboy soll angeblich eine ganz, ganz weiche Seite haben. Wie haben Sie denn die Frau Zeltner kennengelernt? Na, was heißt kennengelernt? Die Trolle hat probiert, mich die ganze Zeit in der Disco anzubaggern. Echt dich? Auf jeden Fall, ich war außerdem heiß auf die Schnecke, die neben mir saß, auch nicht auf Sie. Ein Getränk am anderen hat er mir hingestellt, er hing in meinem Rad. Also davor halt lautet, haben Sie sie angebaggert oder nein, die war wie eine Klette an mir, wirklich jetzt. Glauben Sie mir, Herr Söch, halten Sie mal die Luft an, ja? Gucken Sie doch mal, schauen Sie sich mal die Ballis im Publikum an und schauen Sie sich mal die Wuchtprobe an hier. Und sagen Sie mal ernsthaft. Glauben Sie ernsthaft, dass ich mich mit so einer einlasse oder was? Also, wenn ich jetzt in der Diskothek, wenn ich alles abchecke, weiß ich ganz genau, was ich für Frauen anschaue oder was ich für Frauen anwage. Ja. Ist mir völlig egal. Ja. Ich will wissen, ob mit ihr was abgeht. Gottes Willen, niemals. Ich schwöre Ihnen, wirklich, Herr Richter. Das ist alles erlogen und erstunken, was Sie erzählen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Sie hatten gar nichts mit ihr. Gar nichts, absolut nicht, Herr Richter. Vertrauen Sie mir wirklich jetzt. Okay. Ich sage hier die Wahrheit. Im Namen des Volkes folgendes Urteil. Die Angeklagte Elke Zeltner ist schuldig der Beleidigung in 3 Fällen. Sie wird deshalb zu einer Gesamtgeldstrafe von 50 Tagessätzen à 20 Euro, also insgesamt 1.000 Euro, verurteilt. Und die Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Nehmen Sie Platz. Es ist überhaupt nicht wichtig, dass hier und heute die Wahrheit über Potenz und Zeugungsfähigkeit des Zeugen hier ans Licht kommt. Es interessiert nämlich nicht die Bohne. Ich halte aber die Behauptung, jemand könne nicht mit 10.000 Frauen geschlafen haben, gar nicht für geeignet, ihn lächerlich zu machen.